Wer macht überhaupt die Anmoderation? Hallo! Das lasse ich drin. Das lasse ich auch, das hatte ich vor. Ich wollte es dir nur nicht sagen, aber anscheinend lässt du es ja auch, aber egal. Wir machen ein kleines Let's Play Together mit zwei Bildschirmen. Hurray, hurray. Wer ist links und wer ist rechts? Cool? Ich bin links, okay? Tja, okay, dann bin ich rechts. Extrem, was? Ja, gut. Wollte schon sagen. Gut, wie spielen wir Binding of Isaac Rebirth und zwar parallel. Wie machen wir das überhaupt? Gleichen Seed? Hey, ja klar. Okay, und du nimmst mein Seed? Ja, natürlich. Okay, dann schalte ich die ganzen Sachen frei, weil ich scheiße. Und er... Genau. Und ich krieg dann immer deinen Spielstand. Spielt einfach den gleichen Seed. Ja, er kriegt immer meinen Spielstand. Genau. Gut, ich mach mal random und guck, was ich bekomme. Du hast nur einen Charakter freigeschaltet. Nein. Ich hab alle. Und Basement 1. Der Code ist EX83TDCT. EX, also X83TDCT oder so. EX83TDCT. Genau. Okay. Deine Ex, deine 63. Spielst du auf normal oder auf hart? 83. Oh, warte, der Seed ist aus irgendeinem Grund weg. Kannst du nochmal sagen? Warte. Den ersten Teil habe ich schon. TDCT. TDCT. Ich habe aus Versehen Escape anstatt Enter gedrückt, deswegen. Hast du normal oder hart? Ich habe jetzt normal für den ersten Run. Okay. Ich weiß nicht, ob der zweite Run auch hast normal wird. Hast du schon angefangen? Nein, ich bin noch im ersten Raum. Geh in den Itemraum jetzt. Okay, dann gehe ich da auch rein. Oh, das gefällt mir. Oh, ich weiß schon gar nicht mehr, was das ist. 8 Charmtiers. Das heißt, jeder 10. Schuss ist pink. Und macht was Besonderes. Also nicht, nee, jeder 10. Es gibt eine bestimmte Chance, ne? Also. Achso. Kann man die Chance irgendwie erhöhen? Ja, durch Luck up halt, ne? Achso. Tja, dann wissen wir ja schon, was das Ziel der heutigen Session ist. Genau, nicht den Boss schaffen, sondern wir brauchen Luck up. Ja, spring zweimal. Nee, ist klar. Okay. Kein Devil Deal jetzt für mich. Es ist die erste Ebene. Das ist mir egal. Ich will trotzdem kein Devil Deal, was? Ich will trotzdem ein Devil Deal. Denn in der ersten Ebene, liebe Kinder, da gibt es solche Sachen wie Teufel, den Teufel nicht. Da ist noch alles toll. Oh Gott. Der Teufel ist toll. Da kriegt man so schöne Sachen von ihm. Teufel. Ja. Braucht muss man so, nur seine Seele eintauschen. Ja, aber nur seine Seele. Du hast ja das kann man mal machen. Gut. Ich bin scheißens schlecht im Spiel, das muss ich vorab anmerken. Ich hatte ja schon mal ein Let's Play und habe das, glaube ich, bei der 19. oder 9. Folge, ich weiß schon gar nicht mehr, aufgehört. Okay, ich hab Glück gehabt. Ich weiß gar nicht, bei welcher Folge ich aufgehört hatte, aber auf jeden Fall war ich dann irgendwann zu schlecht. Ich weiß. Also dann irgendwann kam es mir so vor, dass ich zu schlecht bin. Aber mittlerweile spiele ich das ein bisschen öfters und ich bin nicht sonderlich schlecht. Zumindest nicht mehr so wie früher. Ja, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir den ersten Run schaffen, solange es nicht weiter als Marm geht. Ja, das glaube ich auch. Gut, ich erkunde die Ebene zu Ende, bevor ich zum Boss gehe. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist oder... Ich habe den Boss schon bekämpft, ich habe dabei einmal Schaden genommen. Oha, harter Typ. Ja, auf jeden Fall. Wie machen wir das überhaupt? Ein Run am Stück oder splitten wir eine Hälfte oder... Naja, am Stück. YOLO. Habt ihr es gesplittet eigentlich damals? Ich glaube schon, ne? Ja. Weil ich immer solche Probleme bei der Aufnahme hatte. Also ich bin mit der ersten Ebene fertig. Ich nicht, ich muss noch die Garde links besiegen. Na, ich gehe schon mal in den ersten Charme. Raum der zweiten und dann mache ich mit meinen Tears of Charme. Ich warte hier auf dich. Greift euch gegenseitig an. Verkloppt euch. Kacke. Mann. Ja, okay. Ich bekam trotzdem Schaden. Ich bin intelligent. Komm, greif ihn an. Das ist eine neue Strat. Wenn du auf Escape... Oh, warte. Strat springt nichts mehr. Wenn du auf Escape guckst, erkennst du, dass man die Items, wo die links in dieser Box sind, wo die Items aufgezählt werden, kann man die überhaupt nicht erkennen. Wieso nicht? Schau die dir mal an. Schau dir die Symbole an. Das erkennt man überhaupt nicht, wenn man nicht weiß, was ist. Achso, ja. Gut, das ist das. Speed up, okay. Ich hoffentlich wird das nicht so ein overspeeded Run. Ich hasse solche Runs, die overspeeded sind.
Bist du in der nächsten Ebene? Ich hol mir kurz noch einen Key. Ein Shop? Ne, lohnt sich glaube ich nicht. Nächste Ebene. Go for it. So. Ich bin gespannt, ob ich irgendwas im Let's Play freischalten werde, was ich noch nicht in meinem Hauptspielstand habe. Irgendwann wahrscheinlich. Das ist zumindest gut möglich, weil ich habe auf meinem Hauptspielstand tatsächlich noch nie Hardcore gespielt. Oh, ich meine, ja. So Hardcore ist das ja nicht, aber keine Ahnung, ich bin eher der Fan von too many Items. Dumm. Der macht das überhaupt nicht schwerer, das Spiel, das macht das einfach nur nerviger. Also, was heißt, er macht sich schwerer? Ich finde, es macht weniger Spaß im Hard Mode, weil da kriegt man im Prinzip nur weniger Drops. So ey, ich habe jetzt wieder meine Lag-Phasen, wo ich manchmal einfach nur 30 FPS habe und ich was so einfach nicht spielen kann. Was meinst du mit nur 30 FPS? Das ist doch gar nicht so schlimm. Das Spiel läuft standardmäßig auf 60 FPS, aber Fraps macht das so, dass er das Spiel halt auf der Standard FPS-Zahl aufnimmt. Und wenn die Standard FPS 30 ist, spiele ich das Spiel praktisch ne, zur Motion. Der Raum links vom Startraum ist eine Bibliothek. Achso, ja. Habe gerade gar nicht drauf geachtet. Das macht einfach weg. Ist da denn was Gutes? Oh. Kein Devil Deal für mich. Oh. Der wechselt auch irgendwie ganz komisch die Geschwindigkeit. Hey, hattest du nach der ersten Ebene kein Seelenherz? Von dem blauen Stein? War weg. Ich hätte sie noch nicht aufsammeln sollen, aber ich glaube, ich habe ein bisschen übertrieben. Egal. Oh, Karten. Judgment. Ach, ich weiß schon gar nicht mehr, was das macht. Empress weiß ich auch schon gar nicht mehr. Stars, das weiß ich, aber das bringt mir jetzt gerade nichts. Hangman, das weiß ich Judgment auch. Judgment spawnt einen Battler und Empress gibt dir 3 Schaden ab und 1 Speed. Oh, Kacke, das war der Devil Headler. Headler. Und Empress macht was? Schadens ab und Speed dafür rauf. Dann nehme ich das mit für den Effekt Boss. Von War of Babylon, wenn man ein halbes Herz hat. Nicht ab. Wenn man ein halbes Herz hat. So. Ah, ich habe kein Damage ab. Ich habe kein Damage ab. Und du auch nicht. Aber ich habe kein Damage ab. Aber ich habe das Spider-Head. Das ist schön. Rat mir, das Problem wie viel ist, AP wenn ich es nicht schaffe, schaffst du es auch nicht. Praktisch. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, ob da im Geheimraum sein kann. Ich habe Angst, dass ich sterbe. Oh. Ja, 48 Euro. Eine Batterie. Ich sollte das vielleicht einsetzen. Ich hab das extra mitgenommen, damit ich es einsetze, aber dann habe ich es nicht gemacht. Warum habe ich manchmal diese Slow-Mos? Ich weiß es auch nicht. Weil ich habe keine Programme gerade im Hintergrund laufen. Außer Audacity. Und es läuft ja sonst immer flüssig, aber dann kommen manchmal diese Slow-Mos. Wo das Spiel einfach mal nicht flüssig läuft. Und ich weiß wirklich nicht, was die Ursache von den Slow-Mos ist. Weil es ist auch unregelmäßig. Keine Ahnung, ich bin jetzt so auch nicht unbedingt der Meister von, was solche Sachen angeht. Ich hätte TTS vorher abschalten sollen, scheiße. Was ist TTS? Dass er den Chatverlauf vorliest. Bei Teamspeak? Irgendjemand ist jetzt gerade, ja, irgendjemand ist gerade disconnected. Achso. Jetzt wissen das alle Zuhörer, Schauer, Dinger. Das freut mich für sie. Oh, ich vergaß. Welche Tonspur benutzen wir dann eigentlich gleich? Oder was heißt gleich, wenn wir es schneiden? Weiß ich nicht. Weil meine wird wahrscheinlich synchroner sein als deine, weil du benutzt die Camtasia-Ausrichtung. Ja. Und die ist meistens falsch. Wie hast du mich genannt? Sekunden. Ich nicht, Camtasia. Um ein paar Sekunden? Ich glaube, du übertreibst. Ja. Nee, also am Anfang ist es noch ganz wenig, aber bis zum Ende hin wird das immer mehr. Oh, Kacke. Mann. Noch weniger Chance auf Devil Deal. Fertig bist, ne? Ich hab grad Devil Deal besiegt. Oh Gott. Ich hab grad den Boss besiegt. Kein Devil Deal. Monstrous Tooth. Hatte ich aber schon vorher. Freigeschaltet. Ja. So, ja. Du nicht? Hä? Nee, ich hab ja hier keine Freischaltsachen. Weil ich ja mit Ziel spiele. Ach ja, genau, stimmt, da war ja was. Gut, erstmal in den Secret Raum gehen, in den Ultra Secret Raum. Ach, schade. Oh, ich wollte The Empress benutzen. Du musst hier sein. Da stellt sich jetzt nur die Frage, was ich mitnehme: The Empress oder Stars? Hä, ich hab Empress beim Boss genutzt. Ah, aber ja, für die Erinnerung, ich muss noch Stars mitnehmen. Ich fast vergessen. Wie viel Stars mitnehmen? Ja, ich nehme auch Stars mit.
Benutzt du es direkt nächste Ebene? Ja. Okay. Ich bin jetzt dort. In der nächsten Ebene. Alter, dieses TTS, ich hätte es vorher wirklich ausschalten sollen. Ich bin so doof. Wir können kurz Aufnahme pausieren und das dann pausieren. Und dann kannst du es wegmachen kurz. Nee, das Problem dabei ist, ich habe dann wieder eine asynchrone Spur. Also du bist nächste Ebene, sagst du? Jo. Gut, ich jetzt auch. Soll ich jetzt einfach... Was passiert, wenn ich in einem Mini-Boss drinne bin? Ich glaube, so heißen diese Dinger. Und ich dann einfach Stars einsetze. Mini-Boss nicht besiegt, ne? Nö. Okay. Meinst du nicht Challenge-Raum? Nein, Mini-Boss. Ach so. Ich brauche ja ein bisschen mehr Luck und ein bisschen mehr Damage. Du hattest keinen Fall bis mehr Damage. Sehen, oder? Ich hatte keinen, nein. Du? Ja. Ja, ich hatte einen. Da waren drei Items, ich habe sie alle genommen, damit ich in den Bosskampfraum rein kann. Was war denn da Schönes? Erzähl es mir. Zwei Kisten. Achso, Kisten? Mehr nicht? Ja, zwei normale Kisten. Und sonst gar nichts? No. Achso, ich meinte eigentlich im Devil Deal. Achso, im Devil Deal? Warte. Ich hatte Dark Matter, ich hatte Rotten Baby und ich hatte Book of Belial. Okay. Weil ich habe hier schon Bomben. Egal, ich kaufe mir. Aber ich sollte für Stars wirklich im Challenge Raum einsetzen. Ich öffne die Kiste und setze dann einfach für Stars ein. Ja, habe ich gemacht. Ich jetzt auch. Oh, was ist das? You have blessed. Oh, was macht das nochmal? Wenn du ein halbes Herz hast, kriegst du ein Seelenherz. Ich habe gerade verstanden, wenn du ein halbes Herz hast, gibt's. Kriegst du ein Seelenherz. Ja, ich habe das jetzt im Nachhinein, glaube ich, nachvollzogen. Interessant. Boah, ich bin noch nie so gut ausgewichen. Ich weiche nämlich nie gut aus. Am besten ist, wenn man überhaupt ausweicht. Das ist meist vorteilhaft. Boah, ich brauche Damage. Damage. Ab. Nicht selber. Gut. Oh yes. Bossraum oder Kunden wegen deinem Seelenherz? Ich glaube, das ist nicht seedabhängig, aber ich war gerade im Selbstopferungsraum und habe unten rechts die drei Schädel in die Luft gejagt und da habe ich ein Item rausgekriegt. Und du meinst, ich soll das ausprobieren oder wie? Ja. Achso, okay, mache ich gleich. Schade, dass das nicht diese Spawn-Version von dem Boss ist. Was meinst du? Achso, ja. Achso, Gardi oder was? Ja, genau. So, die meinst du, ja. Ja, die ist sehr schön, wenn man die Version hat. Nicht immer. Finde ich schon. Das Schöne nämlich an der Sache ist, der spawnt einfach immer wieder neue Bluttropfungsdinger. Immer wieder. Nee. Und man muss sie dann nicht zerstören. Bei mir ist das richtig oft so, dass der dann den ganzen Raum mit Fliegen vollspammt. Und wenn ich dann wenig Schaden habe, kann ich da nichts gegen machen. Oh nein, oh, Schaden genommen, weil ich so doof war. Oh. Oh. Wie spät ich das erst realisiert habe, meine Dummheit. Oh, wie schon wieder viel zu spät realisiert. Ich muss mich mehr auf das Spiel konzentrieren. Irgendwie bin ich total abgelenkt momentan. Das Gute an der Tatsache, dass ich viele Bomben habe, ist, ich kann auch den Geheimraum suchen, während ich auf dich warte. Okay, HP und Luck up. Ich bin zu doof für den Teufelsraum. Zu doof für Ja, ich erkunde währenddessen ein bisschen die Ebene. Ich muss ja noch den Selbstopferungsraum finden. Habe ich eigentlich die Kacke in diesem einen Raum eigentlich zerstört? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Kann ich dir auch nicht sagen. Bald schon. Ach komm, warum muss das alles so viele Räume sein, wo man so viel zerstören muss? Ich habe so wenig Damage. Du meinst töten, glaube ich. Ja. Ich habe einfach zu wenig Damage dafür, um sowas zu machen. Ja komm, machen wir mal Trickle Charge. Okay, welche? Die drei in der unteren rechten Ecke? Ja. Ich habe auch ein Item rausbekommen. Dry Baby. Ja, genau.
Ja, aus dem linken, ne? Und Joker? Und Joker? Ist das Joker? Ne, 12 Clubs. Ja, okay, dann ist das auch seed-abhängig. Das ist gut zu wissen. Das wusste ich nicht. Oh, Kacke, der dreht... Alter, direkt immer in meine Richtung. Shop? Ich weiß nicht. Ich hab Tour of Clams, aber nicht Tour of... Oh, da kommt der Eiswagen. Ah, war bei mir schon. Wo kann denn der Geheimraum sein? Er kann gut möglich hier sein. Krieg ich das? Nee, das krieg ich nicht. Jo, da ist er. Ach, wie doof bin ich eigentlich. Ich hätte Tour of Clams vorher einsetzen müssen, ne? Gut, dass wir beide Perspektive haben, weil wenn wir jede einzeln hätten, dann würden meine Zuschauer sich gerade voll langweilen. Ja, das stimmt. Du bist einfach zu gut für dieses Spiel. Ja. Geh dich mal erhängen. Ja, auf okay, jeden Fall. Auf jeden Fall. Lass mal wieder machen. Schön, dass ich nicht genügend Geld habe. Warte, vielleicht kann ich mir ein bisschen Geld organisieren. Nein, nur noch mehr Spinnen. Aber kein Geld. Stellt sich nur die Frage, ob ich spende oder nicht spende. Ich spare mal auf die nächste Ebene und guck mal, was darauf nicht zukommt. Willst du die nächste Ebene kaufen oder was? Ja, ich möchte mir die nächste Ebene definitiv kaufen, damit es meine nächste Ebene ist. Seine nächste Ebene. Was, wie wird das Drybaby nochmal ausgelöst? Dadurch, dass es angeschossen wird. Achso, okay. Ich war mir nicht mehr sicher. Warte, du bist nicht sicher. Ja. Ey, wir brauchen mal wirklich einen Damage-Up. Das geht gar nicht. Ja, ich hab hier eins aus dem Teufelsbaum. Weil ich meine, ich bin full, also ich bin full AP, aber ich bin jetzt nicht mehr full AP. Das heißt, ich krieg keinen Teufelsbaum. Ach Gott, ich bin so scheiße. Ah, Spinne, Spinne, Spinne. Zu viele, too much Spinnies for me. Oh, 5 FPS. What the fuck, das Spiel bleibt einfach hängen. Ah. Zum Glück nehme ich das jetzt unabhängig von Camtasia auf, sonst wäre meine Stimme die letzte Scheiße. Pausieren. Was, soll ich auch pausieren? Nein, ich pausiere nicht die Aufnahme, ich pausiere das Spiel. Ich dachte, vielleicht liegt es daran. Ja, soll ich auch das Spiel einfach pausieren? Ist mir egal. Ich mach's nicht. Oh, geht doch. Nein, 7. Warum habe ich so wenig? Ich habe hier nichts offen. Gar nichts. Hm. Ey, das gibt's doch nicht. Ja, okay, ich muss dann erstmal die Aufnahme pausieren. Ich habe 9 FPS. Pausieren? Gleich oder so. Okay. Ja, ich pausiere. Starte in 3, 2, so. Also ich starte wieder, gesagt, das habe ich schon wieder gestartet. Wollte ich nur mal anmerken. Ne? Also. Ja, mach. Dann habe ich wieder kurz Pause schon gemacht. Jetzt bleibt es wieder hängen. Ja, natürlich. Es ging ja die ersten 3 Sekunden, jetzt geht es aber nicht mehr. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ist mein Speicherplatz alle oder so? Das kann sein. Ich pausiere nochmal. So, jetzt hoffentlich geht es flüssiger. Glaube ich dir nicht. Ah, Mann, es laggt manchmal, aber nur manchmal jetzt, wo Skype aus ist. Ah, komm schon, wie viel spawnen die denn? Muss so. Kann mich auch nicht erinnern, das Spiel jemals so schnell gespielt zu haben. Oder es kommt mir einfach nur so vor. Was meinst du mit jemals so schnell gespielt zu haben? Oh nein. Irgendwie kommt mir das Spiel viel schneller vor. Hm. Ja, kommt noch. Ja, keine Ahnung. So, Seelenherz, passt schon. Ich wurde in einer Steam-Gruppe eingeladen. Noch irgendwas? Noch irgendwelche Wünsche? Oh, das ist der Effekt vom Necronomicon, hat mich gerettet. Beziehungsweise ich habe schon genug Schaden genommen. Ey, übrigens, wenn du vom Startraum aus nach oben gehst, ne, ist da so ein Würfelraum. Da ist so, kannst du den ganzen Run Reroll, also deine ganzen Items, deine neue Items, die du hast. Habe ich gemacht. Mhm. Kannst du machen, wenn du willst. Also, weil du hast ja vielleicht mehr Schaden oder so, keine Ahnung.
Auch die Pickups? Nein. Okay. Ich gehe da glaube ich hin, bevor ich zum Boss gehe. Also bei mir war es nicht schlecht. Aber das ist glaube ich nicht dingsbasierend, ne? Ich glaube, das ist sogar basiert auf in welchen Räumen man drin war, in welcher Reihenfolge oder sowas. Sehr interessant. Irgendwie so voll crazy. Ich habe eh schon die ganzen Run verzaubert, also gehe ich mal nach oben. Ja, ich bin in einer sehr reihenfolgigen Reihenfolge die Räume lang gegangen. Meine Reflexe sind gerade irgendwie total schlecht. Was passiert, wenn ich eigentlich jemand mit diesem Liebeseffekt ausgestattet habe und der trifft mich? Kriege ich dann trotzdem Schaden? Ja. Okay. Oh, warte, da ist die Tür. Ups. Ach, Kacke. Egal. Kann ja nicht mehr schlimmer werden. Schlüssel, Raum. Rewollen wir mal. Oh. Sehr interessante Items. Wie ist das Damage? Damage ist 3. Aber ich habe sehr interessante Items. Oh, aha. Ich habe den Bettler zum Mitnehmen. Hast du zufällig Triple Shot, Money equals Power? Ich habe Money equals Body. Power, aber nicht Triple Shot. Hm. Also beziehungsweise ich schieße jetzt gerade 3 Schüsse, aber ich habe nicht den Triple Shot. Triple Shot, Cricket's Body und ich habe Mysterious Liquid aus dem Goldraub. Und jetzt ist das voll geil. Ich weiß nicht, soll ich das Geld ausgeben für... Ich glaube, du hast Money equals Power. Ja, aber da ist dieser Beutel, damit ich mehr Pickups kriege. Das würde das eigentlich relativ ausgleichen. Hey, warte, ist der im Rabatt? Der ist in dem Shop. Ja, aber im Rabatt oder nicht? In was? Ist er. Ah, nee, nicht in Rabatt. Nicht. Bei mir nicht. Bei mir ist das Seelenherz in Rabatt. Achso. Ich habe Raumbad gelehrt die ganze Zeit. Oh, Alter, jetzt leckt das schon wieder so übel. Oh. Ich habe einfach keine Ahnung, woran das liegen mag. Es funktioniert alles flüssig, nur das Spiel. Ich habe jetzt gerade 1 FPS. Oh, 8 FPS. 60 FPS. Immer beschweren. Auf einmal 60 FPS. Ja, wäre das wenigstens konstant. Was soll das jetzt heißen, ne? Noch ein Würfelraum? Ah, das ist cool. Ah, ich brauche einen Schlüssel. Ach, Mann. Oh, ich brauche einen Schlüssel und ich habe keinen. Ja, super. Hier komme ich sicher doch zum Geheimraum, oder? Ja, hier gibt's doch sicher Schlüssel. Nein. Hier gibt's mein Geldverschwender 3000. Das Spiel. Für die Wii U. Gut, jetzt habe ich 24. Münzen. Krass. Komm, ich brauche doch irgendwoher noch einen Schlüssel. Das sind so viele Kisten. Das heißt so viel Geld. Korrekt. Oh, nur ein halbes Herz. Wo kann denn der super Geheimraum sein? Nirgendwo, wo ich wüsste. Warte kurz. Warum bin ich gerade gegen die Wand gelaufen? Aber da oben ist irgendwo ein wenn ich mein Leben riskiere. Naja. Devil D kriege ich jetzt gerade sowieso nicht. Also. Leben riskieren. Sogar ohne Schaden zu nehmen. Ich bin gut. Krasser Dude auf jeden Fall. Da muss ich lang. Okay, der Run dauert schon 20 Minuten, beziehungsweise mit Anmoderation und so 25 oder so. Ja, bei mir ist 24. Ja, keine Ahnung. Sehr viel Geld, sehr viele Schlüsseln, yay. Aber ich habe den Bettler und Money equals Power. Das ist keine gute Kombination. Geht mir genauso. Hast du auch? Ja. Was ist im Boss-Revive-Raum? Ich werde nämlich eh nicht genug heißt Hype Boss Challenge-Raum? Meine ich ja. Ich nenne den immer Boss-Revive-Raum. Ich weiß, und das oh, ist falsch. Oh, 2 rote Kisten, ja okay. Devil Deal, huhu! Goathead, he accept your offering. Das bringt jetzt bei Cave 2 nicht mehr allzu viel, aber egal. Doch, klar. Ein Devil Deal. Ja.
kann trotzdem was Gutes sein. Gut. Bettlers und Money Secret Pause. Schon wieder. Was? Okay, der Boss, mega fetti. Ich glaube, ich saß alleine an dieser Ebene saulange. Läuft. Aber ich habe ihn gleich besiegt, glaube ich. Oh Kacke, das ist sein Blut, nicht mein Blut. Das wäre mein Blut. Warum habe ich jetzt den Unicorn-Effekt? Ja, Taurus. Achso. Nein. Natürlich. Lil Chubby. Und ich krieg Squeezy. Tears up. Oh, schön. Schnellere Schussrate. Gut, nächste Ebene. Und vorletzte Ebene. Oh, nice. Oh, Kacke. Ich wollte... Ich bin jetzt versehentlich im Dingsraum, im Challenge-Raum. Ja, ja, Logo. Ja, ich bin einfach die ganze Zeit nach rechts gegangen. Bestes Item im Spiel auf jeden Fall hier im Challenge-Raum. Das bringt mir mehr als Tickle Charge. Ah! Boom, noch einen muss ich besiegen. Eine Wave. Er hat Angst vor mir. Er hat Angst vor mir. Wuhuhu. Nächstes Mal sollte ich TTS ausschalten. Das klingt doch noch so richtig behindert, dieses TTS. Oh, Full Health, mit Full Health bekommen. Oh, okay, geh auf jeden Fall in Dingsraum. In den Wasraum? In Dingsraum. In Köln. Okay, in den Dingsraum. Aber in Dingsraum sollst du auch gehen. Du warst kurz offline. Auf Steam. Hallo? Ich bin da. Ich weiß, aber du hast nichts darauf geantwortet. Deswegen dachte ich, du wärst dein Internet wäre weg. Achso, ich. Weil du hast das so gesagt, so nach dem Motto, dass ich noch da wäre, so. Ja, du warst gerade eben ganz kurz offline, jetzt bist du aber wieder da. Und dann kam einfach gar nichts. Hup! Komm, es ist kostenlos. Nur deswegen nehme ich es, weil es kostenlos war. Aha. Oh, Pillen. Was ist das? Aha. Was ist das? Health up. Was ist das? Hey, wo hast du Pillen? Health down. aus dem Geheimraum. Ist der zufällig da, wo sich die vier Räume kreuzen? So. Keine Ahnung, wo sich die vier kreuzen. Ich habe den gefunden durch die Tower-Karte. Aha. Die habe ich im Curse-Room gespielt, weil ich wusste, dass er links daneben der super Geheimraum. Das ist ein mega Geheimraum, ist der gar nicht sein kann. Und woher willst du das wissen? Ich habe geraten, um ehrlich zu sein. Ich wusste es, ja, ich habe geraten. Auf jeden Fall, läuft bei dir. Jetzt kommt mir das Spiel wieder. Achso, ich hatte Speeddown. Ich wollte gerade sagen, so jetzt kommt mir das Spiel irgendwie komischerweise wieder langsamer vor. Warte, ich habe Speeddown. Alter! Kann der Typ mal aufhören, die ganze Zeit hier rum zu switchen, die Channels? Tja, selber schuld, ne? Ja, das habe ich wegen meinen Zeiten als lieber als Moderator und Admin angelassen. Und jetzt klingt es einfach nur noch total behindert und ist auch noch total unnötig. Glückwunsch. Es gibt nämlich solche Server-Überwachungstools, die es damals nicht gab. Oh, komm schon. Wollen wir ihn mal bannen? Nee. Fürs zu oft Timeouten und Rejoin? Nee. Ich glaube, dann würde nie wieder jemand auf diesen Server kommen. Ja. Das ist ein Wunder, dass hier überhaupt welche drauf sind. Ist eigentlich echt so, ne? Ich kann es überhaupt nicht verstehen. Ne, du ich bist auch nicht. Hier. Health down. Nee, danke. Full health, leite ich lieber.
Oh, ich komme mir plötzlich so langsam vor. Ich hatte dabei nur eine Speeddown-Pille, soweit ich weiß. Hä, du hast Taurus. Was? Taurus ist voll das große Speeddown. Ja, aber ich hatte noch, bevor ich Taurus hatte, war ich trotzdem noch schnell. Also was heißt bevor? Als ich Taurus bekam, war ich trotzdem noch schnell. Komm, ich gehe in den Shop. Klar, dass Taurus dir mehr und mehr Speed gibt, je länger ein Raum anhält, ne? Nochmal bitte, dieser Typ joint hier die ganze Zeit. Taurus gibt dir mehr und mehr Speed, je länger du in dem Raum drin bist, ne? Mehr und mehr Speed? Ja. Ehrlich? Ja. Ich habe das Item noch nie gehabt, um ehrlich zu sein. Wirklich noch Boah, nie. Nur von dem Spiel. Und, ja, und wenn der Speed eine bestimmte Höhe erreicht, dann wirst du dann verwundbar. Explosive Diarrhea. Ah, so, das war dieser Verwundbar. Jetzt disconnected er einfach, ist auch okay. Nehme ich einfach hin. Nimm das Faith ab. Ja. Na, nächste Ebene. Ich bin wirklich dafür, ihn für immer auf diesen, von diesem Server zu bannen. Also ich. Oder für die nächsten Stunden zumindest. 5 Sekunden. Oh Mann, der Bettler sammelt einfach alles auf. Kann glaube ich nicht weiter. The Gate. Mann, ich hätte jetzt schon 50 Münzen, würde der Bettler nicht einfach alles aufsammeln. Du übertreibst. Nein, ich übertreibe nicht. Ich hatte eine Dingsmünze, eine Fünfermünze. Oh, dieser Martin Luther King, der regt mich jetzt gerade auch auf. Tja. Ich glaube, wir nehmen heute meine Audiospur. Und die ist asynchron. Ja, okay, wir nehmen deine. Besser als auch die Teamspeak-Geräusche, würde ich mal sagen, ne? Ja, super. Genau in dem Weg, wo ich hinlaufen wollte, macht er das. Gate, stirb. Was? Du bist nicht tot? Ah, doch, der ist. Meinst du Laser? Was? Du hast gesagt, der macht das genau dahin, wo ich hingelaufen bin. Meinst du für den Laser? Nein. Er hat einfach so ein, Surround-Schuss gemacht. Das sind Surround-Schüsse? Er schießt mehrere Schüsse gleichzeitig? Ja. So, nächste Ebene. Und somit auch die letzte Ebene. Für dich. Und für mich. Was laberst du? Oder wir machen das so, dass ich, die Projektdatei mache und du renderst die Projektdatei. Ja. Ich weiß gar nicht, wie man Dateien predikten kann. Predikten. Dateien vorhersehen. Ja. Aha. Praktisch, wenn ich sowas machen will wie ich habe deine Datei nicht, aber du hast deine Datei und sowas. Explosive Diarrhea. Keine ja, Ahnung, gerne. Was du meinst, aber es ist mir auch ziemlich egal, wenn ich ehrlich bin. So. Ein schwarzes Herz und ein Sehnherz, super. Danke, Explosive Diarrhea. Lazarus. Danke, explosiver Durchfall. Ist okay, Kev. Ist in Ordnung. Bin der Experte für Geheimräume. Cave Johnson. Irgendwie nicht so. Oh, kacke. Ich nehme das wieder. Team Say. Mann, heute mache ich weniger Schaden wegen dem. Da. Gut, einfach alles umbringen, geht schon. Immer nur umbringen. So machst du das, ne? Das ist deine Lebensphilosophie. Nein, meine Lebensphilosophie ist es, jeden in den Wahnsinn zu treiben. Meine Lebensphilosophie ist ducken vor denken. Oh, jetzt hätte ich doch gerne das schwarze Herz aufbewahrt. Naja, ich habe es um ehrlich zu sein noch nicht. Du hättest also gerne keinen Schaden genommen? Ja, ich habe mehr oder weniger den Schaden absichtlich genommen. Ich bin nämlich absichtlich in die Richtung gelaufen, aber unabsichtlich in den Stachel direkt rein. Weil ich mir dann eigentlich anders überlegt hatte, aber egal.
So. Das hast du davon. Wie schafft er das eigentlich, die ganze Zeit die Lust zu behalten, die ganze Zeit zu Reed zu connecten, ohne dann irgendwann keinen Bock mehr aufs Zocken zu haben und aufs Leben? Mal ganz ehrlich, der reconnectet jetzt schon wahrscheinlich zum 20. Mal und der reconnectet. Der Internet funktioniert nicht richtig. Und der ist auch ja, stimmt. Timed er out. Aber der disconnected auch manchmal. Das ist in der Goldküste. Geld. Explosive Diarrhea. Nein, Spiel, diesmal nicht. Es war zwar schön und gut, aber ich muss nicht immer Durchfall haben. Was soll das jetzt heißen? Zweimal Durchfall reicht. Erinnere mich daran, das in die Zitate teilzuschreiben. Du musst noch die alte zu kopieren. Oder hast du das schon gemacht? Ich habe hier einen Übergangsdatei. Ja, die Übergangsdatei. Zitat, anstatt Zitate. Oh. Gut, ich kann hier vielleicht Super Breed bekommen. Ich hab gewonnen. Kein Super Breed, aber dafür Steam Sale. Ich könnte mir die Karte holen, aber es lohnt sich irgendwie nicht. Ich hab gewonnen. Ja, soll ich jetzt Aufnahme weiterlaufen lassen? Bad guess. So wie. So wie ich das später schneiden möchte, musst du das nicht machen. Musst du das nicht machen. Löschen. Nein, so möchte ich das nicht schneiden. Wir brauchen deine Aufnahme noch. Es ist zu spät. Oh, ich hätte zuerst dahin laufen müssen. Egal, jetzt habe ich ja 30 Münzen. Gut, ich glaube, es lohnt sich auch nicht mehr, die Ebene zu Ende zu erkunden. Das ganze Geld, was ich finden könnte, sammelt eben ein freudiger Begleiter auf. Jetzt habe ich überhaupt Super Creed schon freigeschaltet oder muss man das irgendwie freischalten? Muss man nicht. Okay, gut. Ich war mir nicht sicher. Oh, kacke. Ich habe Schaden genommen. Ich habe ein Seenherz aufgesammelt und bin dabei in Marm reingelaufen. Auf jeden Fall. Nice. Ich schneide es dann für dich dann gleich und du renderst dann einfach. Boah! Ah. Okay, können wir machen. Ich glaube, ich habe gerade Mutter geglitscht. Aha. Sehen wir dann ja, ne? Ah, ich hab vergessen, ja, oder mehr oder weniger geglitscht. His mother. Das lädt einfach noch nicht. Als erstes System Audio lädt. Sicher. Okay, es hat nur zuerst System Audio geladen. I will do as I'm told, my lord. I love you above all. Six mother repeated to herself. This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he accepted his fate, God intervened, sending an angel down from above to stop his mother's hand. And just like that, it was over. Gut. What the fuck ist das laut? Credits können wir gleich überspringen. You unlocked Womp. You unlocked Challenge Purus. You unlocked something else. You unlocked something else too. Gut, und das war der erste Part von einem Let's Play. Das niemanden interessiert. Genau. Jetzt habe ich Outer City eigentlich praktisch komplett umsonst aufnehmen lassen, weil wir nehmen eh deine. Ich dachte, wir nehmen deine. Tja, aber da kam die ganze Zeit, Martin Luther, Martin Luther. Wieso hast du mir dann schon gesagt, dass, bevor du fertig warst, dass ich aufhören soll? Na, ist doch der Ton nicht mehr aufgenommen. Du meinst so aufnehmen. Aufhören. Hä, was soll ich denn sonst meinen? Bist du dumm? Egal, wir haben noch meine. Wir können einfach den Anfang von deiner nehmen und den Ende von meiner. So. Ich schneide das ja sowieso. Welche Qualität soll ich rendern? Wir haben noch keine Verabschiedung gemacht. Das war die erste Folge von einem wunderschönen Let's Play Together, was noch weitergehen wird.
wird aber kein. Ohne Martin Luther King. Und dann nehmen wir wahrscheinlich auch meine Tonspur, die wird dann nämlich epischer. Irgendwie wird nee, die wird scheiße eigentlich, ja. Okay. Muss ja keiner dann wissen. Auf Wiedersehen. Nein.